Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Test Train Simulator 2016 und wir testen heute den neu erschienenen Regio Swinger, auch Baureihe 612 genannt. Der wurde für den Train Simulator von RSSLO gebaut und ist auch auf der Webseite von denen dort erhältlich. Link ist in der Videobeschreibung. Und ich möchte euch heute diesen Zug mal ein bisschen genauer zeigen und wir schauen uns den mal von außen an und fahren mal mit dem ein kleines Stückchen auf der Strecke Hagen-Siegen. Ist jetzt zwar nicht ganz realistisch, aber ich dachte mir, weil hier sind auch einige Kurven drin und da kann man vielleicht auch mal ganz gut die Eigentechnik des Zuges zeigen. Genau, ich würde sagen, wir schauen uns den Zug erstmal ein bisschen von außen an. Und dann werden wir mal reingehen. Also von der Seite sieht das doch eigentlich schon mal alles ganz ordentlich aus. Nichts ist unscharf, hier unten kann man auch alles gut erkennen. DB Regio Bayern Kempten. Zweite Klasse. Und dann hier das Mittelteil sozusagen, das Verbindungsstück. Und dann hier der zweite Teil des Triebzuges. Mit dann wieder hier abgespalten. Erste Klasse befindet sich hier am Anfang des Zuges. Ist auch durch eine Glastür noch so ein bisschen abgeschottet. Können wir mal reingehen hier. So, genau. Sieht eigentlich ganz nett aus. Sogar hier oben die Gepäckablage modelliert. Und hier hängen halt noch so ein paar Informationsschilder. Lob, Anregung, Kritik, Fahrtnummer mit gültiger Fahrkarte. Genau, und hier halt dann der Ausstieg. Können wir auf die andere Seite gehen. Das sieht doch eigentlich ganz ordentlich aus. Schauen wir mal hier. Ja, ich habe schon im Resin Forum gelesen, es gibt Kritik, dass die Front irgendwie nicht so richtig passt zu der Front in der Realität von der 612. Ja, da kann ich jetzt schlecht was zu sagen. Also, ich finde, das passt eigentlich ganz ordentlich. Aber natürlich habe ich da jetzt nicht so... ich kenne den Zug nicht ganz aus der Realität. Und ja, aber ich finde, es geht eigentlich... Okay, hier sind solche Zacken drin. Weiß ich nicht, ob das mit meinen Grafikeinstellungen zusammenhängt. Aber das sieht man jetzt von weiter weg auch nicht ganz so sehr. Gut. Hier oben die zwei Dieselmotoren. Auch hier noch ein bisschen Dreck dabei. Darf ja auch nicht ganz sauber sein, ne? Und dann, ja. Also durch die Scharfenbeckkupplung seht ihr ja auch hier, kann man den Zug natürlich um ein oder zwei Triebzüge noch verlängern und halt auch wieder schnell entkuppeln, weil es halt so leicht ist mit der Scharfenbeckkupplung. Gut, dann würde ich sagen, Passagiersicht gibt es auch. Da waren wir eben schon drin. Auch kann man hier alles rumschauen, schön. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Führerstand und ja, schauen uns einfach mal an, was wir hier alles so haben. Also wir haben hier oben erstmal die zwei Startschalter für die zwei Motoren, Dieselmotorgruppe 1 und 2. Dann haben wir hier noch, können wir hier noch unseren Schlüssel reinstecken, da gibt es nur einen für einen Triebzug, das heißt wir müssen ihn noch mitnehmen, wenn wir mal die Seite wechseln wollen. Stecken wir einfach mal rein und drehen mal um. Das ist schon mal das Erste, dann können wir noch die Batterie dazu einschalten, dann gehen auch die Displays an und alles. Hier unten haben wir unser Makrofon, das Typhon. Genau, hoch, tief. Hier die Zugbremse, die indirekte. Dann haben wir hier die Türsteuerung. Also wir können die Türen links freigeben, rechts freigeben und beide Seiten freigeben und halt auch schließen. Und hier können wir alle Türen öffnen und alle Türen schließen. Wir geben jetzt einfach mal links frei und öffnen mal. So. Schauen wir uns mal an. Im Moment steigt noch keiner in den Zug ein, weil wir haben nämlich noch keine ZZA eingestellt, deswegen steigt noch keiner ein, deswegen sitzt auch noch keiner drin. Werdet ihr gleich sehen, wenn wir das jetzt mal gleich hier auswählen. Ich setze nochmal kurz das Zugspitzensignal, dann haben wir hier noch dort den Sander, gehen wir mal von rechts nach links. Dann haben wir hier noch die Tischbeleuchtung, dann hier noch die Neigetechnik an und aus, ich schalte es jetzt mal an auch. Und dann haben wir jetzt hier noch einfach das ganz helle Führerstandslicht, was wir jetzt aber nicht brauchen. So. Und dann hier natürlich noch die gewohnten Anzeigen, zum Beispiel hier PZB, dann dort die SIFA, dann dass hier die Neigetechnik angeschaltet ist, dann haben wir gerade eine Störung von der SIFA, weil wir sie ausgeschaltet haben, die schalten wir jetzt mal an, SIFA on und PZB an, also beziehungsweise es war eine PZB-Störung. Genau.
So, dann haben wir jetzt hier den Fahr- und Bremshebel mit der elektrischen Bremse integriert und dann hier unseren Richtungsschalter, den setzen wir mal ein und verlegen den mal nach vorne. Dann haben wir hier noch das Fernlicht. Sieht der schon jetzt eigentlich den Unterschied? Ist schon deutlich heller dann. Hier die drei PZB-Knöpfe noch, wie ihr sie schon kennt, und den Zugfunk, dann melden wir uns mal kurz an. Zugdaten, Zugnummer 54123. Kanal ist heute A21 und anmelden. So, das könnt ihr halt damit machen. Uhrzeit ist auch so, wie sie gerade im TS ist. Und jetzt können wir noch hier unsere Zugnummer nochmal einstellen. Da können wir eine Nummer eingeben und dann jetzt hier 54123 eingeben und dann Enter. Mit G wieder zurück und dann das Zugziel noch einstellen. Da muss ich mal ganz kurz schauen, das hatte ich mir nämlich extra noch aufgeschrieben. Wir wollen nämlich Richtung Hagen fahren. Und Hagen hatte die Nummer 7. 7, Enter, Hagen. Fertig. Super. Schauen wir mal raus. Sehr schön. Hagen ist geschildert. Und wie ihr seht, jetzt steigen auch Fahrgäste ein. Das ist nämlich immer erst, wenn man eine Zugzielanzeige eingestellt hat oder beziehungsweise wenn man zum Beispiel nicht einsteigen eingestellt hat, dann steigen sie nur aus und der Zug leert sich sozusagen. Genau, dann habe ich soweit euch eigentlich alles im Führerstand gezeigt. Genau, hier unten haben wir noch Scheibenwischer. Und der geht auch relativ stark hier. Da geht es dann ordentlich los beim Starkregen. Dann können wir noch das Rollo hoch und runter machen. Ah, ein bisschen runter. Und hinten machen wir das natürlich ganz runter. So. Perfekt. Super. Dann würde ich sagen, können wir mal kurz den Motor starten und wir machen den mal kurz noch in die neutrale Position, weil ich nicht glaube, dass das sonst geht und wir starten einfach mal den Motor. Und den zweiten gleich noch mit. Können wir mal rausschauen. Wir sehen auch hier eine Abgasfahne von den zwei Triebteilen. Sehr gut. Noch ein paar Infos zu dem 612er. Der wurde von Atrans und Bombardier gebaut von 1998 bis 2002. 160 Kilometer pro Stunde kann er fahren und wurde eigentlich auch schon vielfältig eingesetzt von der Deutschen Bahn. Vor allem natürlich im Regionalverkehr, aber auch schon, ist zwar schon etwas länger her, aber auch als Ersatz für die ICE-Flotte. Wurde dann auch dementsprechend in Weiß umlackiert. Man erkennt die heute noch, also die sind schon wieder in Rot umlackiert, aber man erkennt sie heute noch an den Baureihennummern 612 und dann 4 irgendwas weiter. Genau. Heute fährt er eigentlich auch noch relativ oft rum, wobei er inzwischen auch ein bisschen wieder verdrängt wird. Ist ja im Grunde der Nachfolger der Baureihe 611, die ja ein bisschen fehlerbetrieben war. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, ob das der Pendolino ist. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber jedenfalls sollte da mal was Neues her und da, vor allem mit Neigetechnik halt. Das ist ja sozusagen das Kennzeichen von dem Zug. Und der wurde aber nochmal neu, vollkommen neu entwickelt von Atrans und Bombardier und wird von denen der auch Regioswinger genannt. So gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal die Türen zu und können wir mal losfahren, soweit. Schließen wir mal die Türen. So, Richtungswende nach vorne, Bremsen sind gelöst. Und dann können wir, upsala, so, noch kurz die Feststellbremse lösen, genau. Und dann kann es losgehen. So, wir haben jetzt hier, genau, das soll ich vielleicht noch kurz erklären. Wir haben jetzt hier verschiedene Fahrstufen. Wir haben jetzt hier einmal Nullstellung. Das ist Nullstellung. Dann haben wir sozusagen die positive Stellung von der Nullstellung. Also wir schalten aber trotzdem keine Leistung auf. Dann gibt es die Stufe darüber, da halten wir die aufgeschaltete Leistung und dort die Stufe drüber auf ist die, dass wir Leistung aufschalten. Genauso funktioniert das in der Gegenrichtung mit der Bremse. Verschiedene Bremsstufen sind ja auch natürlich markiert, die wir einfach so durchgehen können. So, Notbremsung mal kurz eingeleitet und jetzt können wir mal wieder lösen.
Genau, und hier haben wir auch halt die Bremsanzeige. Tachometer hier noch. So, dann können wir jetzt losfrollen. Schauen wir nochmal raus. Sieht aber gut aus. Wir bleiben mal hier stehen und hören uns mal den Sound an. Gehen wir mal wieder rein und befreien uns mal aus der PZB. Und fahren jetzt hier über das Vorfeld vom Siegen Hauptbahnhof. So. Ist am Anfang ein bisschen schwierig mit den Geschwindigkeiten, die so einzuhalten. Aber man gewöhnt sich daran, denke ich, ganz gut. So, man sieht jetzt schon so ein bisschen die Neigetechnik, obwohl wir das dann gleich bei den Kurven, die wir dann fahren, auch erst sehen werden. So, jetzt sieht man es eigentlich schon ein bisschen. Die SIFA könnt ihr mit Q bestätigen. Und wir können einfach mal... Ich bin einfach mal ein bisschen ruhig und lasse euch mal dem Sound lauschen. So, wir durchfahren Siegen-Weidenau. So, seht ihr hier die Neigetechnik. Sieht man, denke ich, ganz gut, oder? Genau, ich kann ja noch mal kurz ein bisschen was erzählen. 192 Einheiten wurden von dem Zug an die Deutsche Bahn ausgeliefert und die sind halt eigentlich ganz in Deutschland verstreut. Wobei man eigentlich schon so ein bisschen eine Tendenz sieht, dass sie zum Beispiel im Norden gar nicht fahren. Oh ja, jetzt kommt hier gleich eine schöne Kurve, da kann ich ein schönes Bild machen. Weil da liegt er sich nämlich richtig schön in die Kurve. Müsst ihr euch merken, kurz vor Siegen-Geisweid, da ist Fotostelle für den Regio-Swinger. Seht ihr schon, da kommt er schon. Wenn wir in die Fahrgastansicht gehen. Boah. Ordentlich. Dann neigt er sich wieder zurück. Ja, das sieht schon ganz ordentlich aus hier. So, jetzt können wir ein bisschen beschleunigen.
Also zum Beispiel ist er stationiert in Dresden, Erfurt, Hof, Kassel, Kempten, wo wir jetzt ja auch gerade sind, Leipzig, zum Beispiel von Leipzig nach Chemnitz und so weiter. Zum Beispiel fährt er jetzt aber auf der Sachsen-Franken-Magistrale, also Dresden-Hof, fährt er jetzt nicht mehr zum Beispiel, da fährt jetzt 143 im Moment. Aber zum Beispiel von Hof nach Nürnberg fährt er noch, dort über Marktredwitz und so. Da merkt man auch gut die Neigetechnik. Der Zug ist ja auch so ein bisschen bekannt als, dass man immer seine Kotztüte mit dabei haben muss, weil dort sehr vielen Leuten mit dieser Neigetechnik schlecht wird. Kann ich jetzt im Moment, also kann ich noch nicht bestätigen. Also mir ist da noch nicht schlecht geworden, aber es soll viele geben. Ich würde mal sagen, wir halten mal den Kreuztal einfach mal an. Genau, und im Fernverkehr sind die Züge halt auch schon mal gefahren. Zwischen Nürnberg und Görlitz, glaube ich. Ist halt auch kurz nach der Jahrtausendwende. So. So, und wir machen mal die Türen auf. Genau, sehr schön. Türen sind offen. Sind auch animiert, glaube ich, also als Modell. Ja, sind keine nur Bilder sozusagen. Das ist doch ein richtig schönes Bild hier mit dem Stellwerk hier. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. So. Jetzt fahren wir noch eine Station, würde ich sagen. Dann ist das Testvideo auch schon wieder durchlaufen. Sollen ja auch immer nur kurze Videos sein, dass ihr auch einen guten Eindruck von dem Fahrzeug gewinnt. Und wie ihr das dann letztendlich bewertet, ist dann eure Sache sozusagen. So. Ich möchte das Video eigentlich dadurch eher das Fahrzeug vorstellen und nicht direkt eine Wertung, obwohl ich es eigentlich ganz okay finde, muss ich sagen. So, fahren wir mal weiter. Bleiben wir einfach mal draußen und hören mal so dem Sound zu. Ganz gut hier. Ah, der läuft gerade richtig hoch hier. Läuft gerade auf Anschlag sogar. Ah, der muss ordentlich sich hochkämpfen.
kurz eine kleine Fotostelle suchen. Ah, ich glaube, die erscheint mir hier ganz gut. Dadurch, dass er ja 160 fahren kann, ist er ja auch gut geeignet für den Fernverkehr. Das muss man ja auch so sagen. Aber er wurde dann halt doch wieder abgeschafft, sozusagen. Genau, und Dresden fährt er jetzt eigentlich gar nicht mehr. Also da ist er zum Beispiel abgeschafft worden. Halt in Bayern fährt er noch zum Beispiel zwischen Hof und Lichtenfels, Hof Nürnberg, Regensburg, Hof. Genau, in Hof sind die, glaube ich, auch stationiert. Oder Nürnberg. Ich glaube aber. Boah, seht ihr mal hier, wie er sich in die Kurve legt. Das ist schon ordentlich jetzt. So, dann halten wir mal ein Kreuz Salitfeld. Und dann ist das Test wieder auch so. Denke ich, alles gesagt. Zudem, es gibt jetzt nicht so eine große Geschichte wie bei, zum Beispiel bei den Fahrzeugen von Virtual Railroads, halt, die da zum Beispiel die Einheitsloks, die ja schon wirklich Jahre auf dem Buckel haben und wo man auch wirklich schon was richtig zu erzählen kann. Der Zug, der wurde halt gebaut, ist halt noch nicht so alt und da kann man halt auch noch nicht so ganz viel zu erzählen, weil, ja, der ist ja sogar noch im Betrieb und ist halt eine Weiterentwicklung sozusagen von der 611er. Die ja nicht ganz so erfolgreich, beziehungsweise wo es viele Probleme gab. Ob das der Pendolino war, der 611er, könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Das wäre super, wenn ihr das machen würdet. So. Legt sich schon echt gut in die Kurve hier. Schon echt nicht übel hier. So. Sehr schön. Man muss ein bisschen gucken mit den Bremsen. Da muss man sich ein bisschen umstellen am Anfang. So. Und dann würde ich sagen, sind wir in Kreuztal, in Kreuztal-Littfeld angekommen. Und damit endet auch jetzt mal dieses Testvideo hier. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch weitergeholfen hat. Und würde mich auch sehr freuen über Bewertungen und Kommentare. Und sonst, ja, würde ich sagen, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Bis dahin, gute Fahrt euch, passt auf euch auf und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.